Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute gibt es leckeres Butter-Spritzgebäck. Und zwar haben wir hier 500 Gramm Butter oder wer auch mag, kann auch gerne Margarine nehmen. Sie sollte sehr weich sein, das ist ganz wichtig. Und dann haben wir hier 950 Gramm Mehl, 500 Gramm Zucker, einen Teelöffel Backpulver und das Vanillemark einer frischen Vanilleschote. Wir werden als allererstes hier die Butter oder Margarine in ein Gefäß geben mit dem Zucker und der Vanilleschote leicht schaumig verrühren. Das dauert circa 2 Minuten. Nachdem sich das Ganze gut verbunden hat, werden wir das Backpulver mit dem Mehl vermischen. Ein Teelöffel. Und was ich eben gerade vergessen hatte zu sagen, wir brauchen auch noch 4 Eier. Wir geben jetzt einfach alles hier hinein. Wichtig bei den Eiern ist, dass sie wirklich nicht kalt sind. Und dann das Mehl mit dem Backpulver einmal kurz vermischen und vorsichtig hier reingeben. Also es wird eine große Menge. Ihr könnt das Ganze auch natürlich halbieren. Aber bei uns ist einfach jeder kleine Plätzchen und Gebäck. Von daher die große Menge. Das Ganze vermische ich jetzt nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, nachdem ich jetzt den Teig fertig gemacht habe, ihr könnt sehen, ich habe schon ein paar gebacken, habe ich das in einen Spritzbeutel gefüllt. Wenn ich euch einen kleinen Tipp geben darf, wenn ihr den Teig zu lange stehen lasst und nicht gleich verarbeitet, wird er ein bisschen fest wegen der Butter oder Margarine. Da kann ich euch empfehlen, entweder mal kurz in den warmen Ofen reinstellen oder kurz in die Mikrowelle oder einfach mit den warmen Händen schön durchkneten, damit der Teig wieder weicher und spritzfähiger wird. Immer ein bisschen Platz lassen, weil die gehen schön auf. Ich würde euch nicht empfehlen, groß zu machen, weil wie gesagt, die werden ja dann noch beim Backen größer. Ihr könnt auch gerne noch was anderes auch machen. Hier. Ansonsten kommt das Ganze bei 175 bis 180 Grad in den Ofen. Ich habe jetzt Umluft. Ihr müsst natürlich schauen, wie euer Ofen arbeitet, wie müsst ihr ja dann einschätzen können. Wenn das Gebäck goldgelb ist, könnt ihr es rausholen und abkühlen lassen, erstmal auf dem Backpapier, so 2-3 Minuten und dann vom Backpapier abmachen. So, meine Lieben, das Spritzgebäck ist nun fertig. So sieht das Ganze dann aus. Empfehlen würde ich euch, die in einer Dose aufzubewahren, luftdicht am besten, damit sie nicht die Feuchtigkeit anziehen und ja, die werden sonst weich. Das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!